Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es im Titel schon erkennen kann, möchte ich eine Silage-Staffel bzw. ein Silage-Projekt machen. Ich habe schon gut eingekauft. Das ist anfangs erstmal unser Fuhrpark. Wenn ihr fragt, warum drei Trecker, das ist noch nicht alles, Leute. Wir brauchen noch ein Düngemittel, dann wollen wir uns noch mehr Wiesen kaufen. Also da ist noch definitiv Luft nach oben. Und ich kann euch das mal zeigen. Uns gehören oben rechts die 15, 16, 17, 18 und 19. Das ist noch nicht viel. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal damit und lassen den Helfer erstmal, würde ich sagen, alles zum Hof fahren. Beziehungsweise zur Biogasanlage. Denn ja, Leute, ich habe auch eine Biogasanlage gekauft. Und also, ich sag mal so, wirklich viel Geld haben wir nicht mehr. Dann wollen wir mal den Helfer hier zum Hof fahren lassen. Upsala. Ja, wir fahren die erstmal alle, würde ich sagen, hier hin. Oder? Ja, das passt. Gute Fahrt. Der Fendt hier. Soll mal den hier schon mal mitnehmen. Puh. Ach ja, kacke, Siliermittel brauchen wir noch. Das finden wir mal hier und ich glaube dann bei Paletten, ne? Siliermittel. Upsala, leckt. Ja, das kommt wegen dem Helfer, dass das jetzt Spiel so leckt. Wir werden den Rest selber rüberfahren. Das nervt mich schon gerade ein bisschen. Mal gucken, passt das hier? Ach Leute, das stört mich gerade sehr. So. Dann fahren wir den Rest selber rüber, weil wenn das hier so leckt, dann ist das auch nicht schön. So, das hier ist unsere Biogasanlage. Ist noch nicht viel, aber da soll ordentlich was entstehen. So. Upsala. So. Ich hoffe, das passt hier mal eben. Ja, passt nicht, ne? Dann machen wir das anders. Huch. Ganz kurz über Siliermittel gefahren. Ich glaube, 10 Liter gehen da rein. So, let's go. Ja, was erwartet uns in diesem Projekt? Es ist eigentlich nichts Spannendes, so. Ich bin schon zu weit gefahren, oder? Ja. Es ist eigentlich nichts Spannendes. Wir werden ganz viel uns mit Grassilage beschäftigen. Gleich aber auch, beziehungsweise gleich auch, wird es darum gehen, viele Felder, also es geht eigentlich praktisch darum, schnell viele Felder zu bekommen und das Ganze halt mit Grassilage. Also wir beschäftigen uns nur mit Grassilage in diesem Projekt und ja, also es ist nichts, wo man sagt, wow, das wird, ich möchte nicht sagen, dass es nicht anstrengend werden kann, ich denke mal, so mit 10.000 wird's nicht leicht.
Aber wir werden auch Feldarbeit machen auf Feldern. Nur nicht mit Weizen oder so, sondern halt alles mit Silage und alles hier. Wir haben hier zwei riesen Silos, das ist so vorgegeben. Ich bin auch auf der Standard-M-Creek-Karte. Heißt das so? Ja, bestimmt. Und ja, also da ist jetzt nichts Großes bei. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie wir hier durchs Projekt gehen werden. Ja, und alles andere ergibt sich von selbst. Wir werden gleich mal gucken, wie weit die Wiesen bei uns sind. Und dann, wenn wir die schon ernten können, beziehungsweise mähen können, dann wird das natürlich super. Wenn nicht, dann ist das so, ne? Schade, aber dann, was will man machen? Oh, der Deutz hier, das ist eigentlich, finde ich, ein schöner Träger. Das ist noch die kleinere Variante. Gibt ja auch noch die größere und dann kann man sich auch noch Mods holen. Soweit ich weiß, ist der Messe Ferguson hier also eine Mod, die ich mir runtergeladen habe. Ich finde, es ist an sich ein schöner Trecker. Also optisch macht der schon was. Gut, aber wir wollen jetzt erstmal, ich würde sagen, mit dem können wir gleich mal gucken, ob die Wiesen fertig sind. Ich weiß gar nicht, wie ich fahren muss, ehrlich gesagt. Hier jetzt erstmal links. Und ja, da hinten dann nochmal links und gleich wieder rechts und dann geradeaus. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Wiesen. Das eine ist ein Acker. Und ja, da wir noch keinen Grubber und keine Sämaschine haben, wird das schwer, das erstmal zu bewirtschaften. Okay, man könnte sich das mieten, aber mit 10.000 weiß ich nicht, ob man das riskieren sollte. Ich wäre da vorsichtig. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Deswegen lasse ich es erstmal. Und wir schauen dann mal, was sich ergibt. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Tatsache, die sind alle erntereif. Ja, das ist natürlich sehr geil. Dann werden wir den mal ganz kurz zurückfahren. Und dann gleich mal mit der ersten Ernte starten. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ob wir vielleicht schon das erste Silo direkt abdecken, damit wir gleich Grassilage, ach, ich hätte auch hier links fahren können, damit wir gleich Grassilage haben, oder ob wir erstmal warten, bis wir mehr haben, so dass wir dann auch lange damit rumkommen werden. Also ich werde bestimmt noch mal ein bisschen was in den Einstellungen ändern und all so ein Kram. Aber das werde ich dann alles offscreen machen, also nicht in der Aufnahme, weil das sprengt einfach den Rahmen. Allein schon das Zurückfahren hier ist jetzt viel, aber wir werden ja hier gleich einmal. Ich würde sagen, die Messe Ferguson stellen wir einfach hier vor. Fahren wir mal ein Stück mehr zurück. Passt hier der Map? Ja, der passt da alle Male vor. Aber der Krone Big M 450 darf hier gleich mal los. Ich finde, das ist ein richtig schöner Mäher.
weil der kriegt auch eine Schwartablage hin. Das finde ich sehr cool. Ja gut, den tun wir nichts. Einfach mal ganz kurz nach Gefühl. Perfekt, puh. Bisschen weit rechts. Also ich bin mit dem Landwirtschaftssimulator 22 sehr, sehr zufrieden. Also es ist ein schönes Spiel, macht Spaß, ja. Allerdings, dass wenn der Helfer aktiviert ist, dass es dann ruckelt. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, kann sein. Deswegen möchte ich da jetzt kein Urteil legen. Aber an sich ist das ein sehr, sehr schönes Spiel. Und hier rechts, ja, glaub schon, ne? Ja. Hallo. So, wie fangen wir hier auf der Wiese am besten an? Ich würde sagen, erstmal fahren wir rum und dann auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir beginnen auch einfach mal mit der hier. Genau, das hier ist auch noch unsere Wiese. Und hier würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Aber ganz wichtig ist, ich muss noch den Spartablage-Modus reinmachen. Weil, habe ich den jetzt drin? Ja. Ich habe keinen Sparter. Warum senkt er den hinten nicht ab? Jetzt haben wir hier natürlich ein kleines bisschen stehen gelassen, aber das macht ja nichts. Und ich würde sagen, fahren wir gleich mal mit dem hier hinterher, um das einzufahren. Ich habe aber auch noch kein Schiebeschild. Das ist das nächste, was ich mir zulegen werde. Da zum Glück steht der Messe Vögelsen da ja noch. Mit 10.000 in Schiebeschild, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Weil ohne Schiebeschild macht das Ganze hier keinen Sinn, wenn wir nicht schieben und verdichten können. Das würde nicht unbedingt viel bringen, weil das Verdichten dann echt doof wird mit einem Trecker. Und vor allem kriegen wir lange nicht so viel ins Silo. Also da macht es schon mehr Sinn. Alter, wir kämpfen ganz schön. Hui. Da macht es mehr Sinn, wenn man verdichtet und schiebt einfach, weil es passt mehr ins Silo. Also die Silos sind zwar sehr groß, ich denke mal, wir werden da auch alles reinbekommen, was von den Feldern jetzt kommt. Aber ich sag mal so, später irgendwann wird man es gebrauchen können und dann, ja. Es ist auch halt einfacher, um die Sachen, beziehungsweise um das Gras, das Häckselgut, dann zu verdichten. Aber Big M ist ganz schön schnell hier, der kann ja gleich eigentlich schon auf die nächste Wiese, ne? Und los geht's. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir es gar nicht runter gemacht. Ach, perfekt. Ein Job hatten wir, ne? So, jetzt aber. Ich erhoffe mir einen Anhänger, wenn. Also es wäre schön, wenn. Oder ein Dreiviertel-Anhänger. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn man 9 Liter pro Bahn, 8 Liter pro Bahn, 8, 16, 32, ah, das wären vielleicht gerade mal 50%. Also viel wird hier nicht bei rumkommen. Wenn es ein halber Anhänger wird, sagen wir mal ein halber Anhänger, wenn überhaupt. Also, gut, dann sage ich mal, wünsche ich mir einen halben Anhänger.
weiß auch nicht genau, was da reingeht in den Pöttinger hier. Ah ja, Helfer A ist fertig, das ist sehr schön. Kann gleich mal die nächste Wiese machen. Ach ja, das wird auf jeden Fall nochmal nicht anstrengend, aber es wird ein... Huch. Kurz mal begegnet mit Blättern hier machen. Was ist das denn? Also wir kämpfen hier ganz schön. Dann machen wir das mal anders. Die Reihe hier. Haben da hinten jetzt natürlich was liegen gelassen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, irgendwie kämpft der Fendt ganz schön, manchmal. Gut, der Anhänger ist auch recht groß, ich kann gleich mal nachschauen, was da reingeht. Bisschen was ist das natürlich. Zwei Bahn haben wir gleich noch, also ein halber sollte drin sein, das wäre natürlich top. 60% wäre natürlich noch besser, aber ein halber, das wäre schon mal nicht schlecht. Damit könnte man ein bisschen was machen. Kann man anfangen mit arbeiten. Anfangs mit arbeiten. Ja, ein halber wird, kommt hier locker zusammen. 60% denke ich mal wären, obwohl, ich glaube nicht, dass das jetzt gleich nochmal 10% abwirft oder 9%. Obwohl, es schaut recht gut aus, ne? Erstmal muss der Krone jetzt hier einmal weg. Er kann schon mal auf die nächste Wiese. Mal gucken, welche nehmen wir dann mal. Ich würde schon fast sagen, gleich nebenan hier die 18 einmal, damit wir uns hier dann stückweise durcharbeiten können. So, fahren Sie, fahren Sie. Was soll das denn? Ich werde hier aus dem Big M. Ach, ist das noch gar nicht? Das ist noch im Wachstum. Das ist ja nervig. Hm. Wie schaut's mit dem hier aus? Das sieht gut aus. Das schaut richtig gut aus. Dann ist scheinbar die 17 dran. Schade, das 18, genau. Die 18 ist ein richtig großes Feld. Das wäre natürlich jetzt richtig top gewesen, wäre die erntereif. Was ist mit der, dieser... Nee, auch noch im Wachstum. Schade. Da hätte ich mir jetzt natürlich mehr erhofft. Und tatsächlich knapp. Fast 60%, also 26.783 Liter. Es ist okay.
Das ist okay. Bringen wir das Ganze weg. Also ich denke mal, ich werde offscreen oder vielleicht auch in der nächsten Folge ein paar Aufträge bearbeiten. Dafür werde ich mir die Maschinen dann auch leihen müssen, weil ich habe keinen Grubber und keine Erntemaschine. Keine Erntemaschine und keine Sämaschine. Ein bisschen zu weit ausgeholt. Um ein bisschen an Geld zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel das abwirft. Ich weiß auch nicht, wie viele ich mache. Aber als erstes werden wir uns hier gleich mal ein Schiebeschild kaufen. So, ich finde, das ist ein schöner Anhänger. Das heißt, wir werden uns mal ganz kurz hier in den Messefürgissen geben und was nehmen wir denn für eins? Also, ich sag mal ehrlich, 2 Meter sind mir zu klein. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, 7,5 für einen 5 Meter auszugeben. Ich glaube, es wäre dann eher mal 4 Meter, glaube ich. Gott, für Radlader oder? Nee, erstmal für ein Messefüggesen. Jetzt haben wir 3.228 Euro. Das ist nicht viel. Das Siliermittel liegt ja natürlich auch echt katastrophal. Glücklicherweise brauchen wir nicht noch ein Gewicht hinten. Das sieht schon... Ich denke mal, ich muss weiter geradeaus, aber so weit ist der Weg ja nicht. Aber das sieht schon sehr komisch aus. Also gewöhnungsbedürftig. Den möchte ich hier vorher stellen. Das Quietschen nervt mich ein bisschen. Passt. So ist es besser. Ja, Leute, aber ich würde auch sagen, das war's somit erstmal mit der ersten Folge. Ich werde offscreen, denke ich mal, jetzt noch ein paar Aufträge bearbeiten. Und dann haben wir wieder mal ein bisschen Geld auf dem Konto und können schauen, dass wir... Ich glaube, als nächstes steht erstmal ein Düngemitteltank an. Hier, um ein bisschen zu düngen, damit wir... Also mir wird ja auch der hier reichen. Das sind 2000 mit, also der hier, der in Anführungszeichen kleinste, mit, also das sind, ist einfach zu viel Arbeitsbreite, so groß sind unsere Flächen nicht. Und der hier kostet 45.000, aber selbst wenn wir den nehmen, sind wir bei 25.000. Wenn wir den nehmen, haben wir gerade mal 2.500. Ja, das ist ein Wechselbrücken
auf Liga, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Dazu bräuchten wir dann auch noch den hier, aber der kostet 15.000, dann wären wir bei 17.500. Mit dem wären wir bei 16.500. Also, das ist ein bisschen sehr viel Spielraum. Und ich denke mal, so werden wir das dann erstmal machen. Aber dafür muss Geld her. Und im Moment, ach ja, speichern natürlich nicht vergessen. Na los. Im Moment mit den Aufträgen. Genau, ernten. Wahrscheinlich werde ich. Oh Gott, Feld 70. Natürlich recht groß, ne? Da werde ich bestimmt ein bisschen für brauchen. Aber ich sag mal so. Wenn wir uns das leihen, 13.000 haben wir dann knapp, die wir gewinnen. Also, das hilft uns schon mal sehr weiter. Das wären dann 16.000, die wir hätten. Das Geld brauchen wir, ne? Und wenn wir dann hier nochmal ernten oder ein Feld düngen, hätte ich beinahe gesagt, spritzen. 8 Hektar ist das natürlich, ne? Also, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen, was genau wir machen. Aber das ist meine Sache und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.